Hallo ihr Lieben, heute mal ein Video, wie organisiere ich mich? Und da wollte ich euch noch ein paar Dinge zeigen. Also zum Beispiel Stanzer. Das habe ich so gelöst, dass ich hier mir von IKEA diese Regale geholt habe. Und so habe ich zwei Ebenen, um meine Stanzer unterzubringen. Dann habe ich hier Regale. Also wir haben alles mit Regalen gemacht, damit man viel, viel Platz hat, um was unterzubringen. Meine Stifte zum Beispiel habe ich, die Stifte, die ich am meisten benutze, die habe ich mir hier direkt vorne alle gemacht. Und hier die tollen von Timo, diese tollen Aufbewahrung, da sind ja meine anderen Stifte drin. So, dann habe ich zum Beispiel mal ein gutes Beispiel für euch, wie ihr viele Stanzen richtig gut organisieren könnt. Das ist hier ein Korb von Action. Und ich habe das so gemacht, dass ich lasse ja immer alles in den Verpackungen drin, weil das für mich am effektivsten ist. Dann habe ich hier zum Beispiel Schriften und Zahlen. Dann habe ich dahinter alles, was ich zum Beispiel mit Schriften und Zahlen habe. So, und dann kann ich mir das rausholen. Dann zum Beispiel Herzen. Ne, da habe ich dann von Alina Kreff die Sachen mit den Herzen drin. Dann Menschen. Dann habe ich hier zum Beispiel Schüttelkarten hinter, womit ich Schüttelkarten machen kann. Dann Rahmen und Hintergründe. Dann habe ich da meine Rahmen und Hintergründe drin. Und Ecken und Bordüren. Und da habe ich meine Ecken und Bordüren. Postkarten, Taschen, Körbe, Telefonzelle und Tasse. Das habe ich dann dahinter. Und so habe ich das alles sortiert. Da habe ich zwei Körbe von. Und ihr seht, da ist richtig. Richtig was drin, pickepacke voll und das nimmt wenig Platz weg. Ich sortiere immer alles sortenrein, kann man ja nicht sagen, aber schon alles so ein bisschen so, dass ich das zusammen habe. Für mich ist das wichtig, dass ich jetzt, wenn ich mit irgendwas basteln will, gerade auch wenn ich ja die Videos mache und ich sage jetzt, ich will heute mit Alina Kreff basteln, dann hole ich mir diesen Korb runter und brauche nicht erst überall suchen bei allen Viereckstanzen, die ich habe, welches von Alina Kreff. Das könnt ihr aber natürlich so machen, wie das für euch am besten ist. Dann habe ich ja dieses CD-Regal mir geholt. Und da ist zum Beispiel Action drinne. Ne, da habe ich zum Beispiel die Action-Stanzen drinne. Und die habe ich auch eben halt sortiert nach Oval, nach Kreisen, nach Vierecken. Hier habe ich zum Beispiel so meine Vierecken drinne. Und dann brauche ich hier einfach nur reingreifen und dann kriege ich die richtigen Stanzen zu fassen. Und da ist, wie gesagt, alles von Action drinne. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ach, hier oben ist noch unser Stoff, aber das ist ja einfach nur übereinander gelegt, ordentlich. Dann habe ich, also ich habe immer alles gerne in Kästen drinne. Hier für meine ganzen Schwämme benutze ich aussortierte Stiftekästen von Action. Da sind dann meine ganzen Pinsel drinne. Dann habe ich hier zum Beispiel, das ist ja der, den ich selber gemacht habe mit der Stanze, da sind Sticker drinne. Hier ist zum Beispiel alles so Ideen mit Herz drin. Und hier habe ich zum Beispiel noch Karten und Umschläge drin. Das habe ich alles sortiert. Dann habe ich ja hier meinen Rollwagen. Und auf meinem Rollwagen, das ist dieser von IKEA, habe ich das so gemacht, dass alles, was hier oben drin ist, da seht ihr mich immer in den Videos, wenn ich nach rechts greife, das sind alles Sachen, die ich aktuell benutze. Ne, das habe ich mir alles hier schön säuberlich reingemacht und da hole ich mir dann immer die Sachen raus, wenn ich mit euch zusammen bastel. Und hier habe ich zum Beispiel die Taschen von Action, die tollen Taschen. Und da habe ich zum Beispiel Sticker drinne, da habe ich Folie drinne, da habe ich dann ja, was habe ich da noch drin? Ach ja, dann habe ich auch noch nicht selbstklebende Spiegelfolie da drinne. Hier sind meine Kästen mit meinen ganzen Wortstanzen, also mit diesen Texten, die ich auf die Karten mache. Dann habe ich ein Tiefer, habe ich hier noch ein paar Stempel und dahinter habe ich zum Beispiel alles Prägefolder und hier wieder sortiert. Das sind die alle von Stamping Up.
Und hier sind die zum Beispiel von Ideen mit Herz und ja, welche, die schon seit Asbach uralt, die sind schon Asbach uralt, die habe ich schon so lange. Viele auch mal, die mit Goodies gekommen sind, die ihr mir zugeschickt habt, die habe ich da zum Beispiel alle drinne. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Ach ne, wir gehen hier vorne nochmal hin. Das wollte ich euch auch zeigen. Also, ich habe auch so ein paar Stempel von Kloblend. Also, ich brauche unbedingt noch mal ein paar neue Stempel von Kloblend. Und da, jetzt beiseite. Aber ja, ich habe sie mir auch sortiert. Das sind dann die kleineren Kästen. Packe ich mal hier so vorne hin. Die kleineren Kästen von Action. Und da habe ich mir zum Beispiel jetzt die Stempel alle sortiert. Ne, hier sind, das sind zum Beispiel die mit Blumen, jede Menge Blumen. Ich glaube, hier ist alles so mit Blumen drin. Ne, und hier hinten sind dann noch, hier hinten ist noch Baby drin. Das habe ich mir dann alles so sortiert. Und ich lasse ja immer alles in die Verpackung drin. Ne, das ist für mich, so weiß ich ganz genau, das ist jetzt alles Kloblend. Und gerade auch, wie gesagt, wenn ich mit euch zusammen bastel. Hier vorne habe ich dann schon mal dieses Kartenpapier von Action mit den schönen Karten, die es ja scheinbar nicht mehr gibt. Was ein bisschen schade ist, weil die benutze ich ja immer. Und das habe ich da drin. Dann mein Arbeitsmaterial habe ich zum Beispiel da an diesem Klopapierroller. Das habe ich mal vor langer Zeit mit euch zusammen gemacht. Das ist so robust und das habe ich schon so lange. Und den Rest, was ich noch aktuell benutze, habe ich in so einer Schütte drin. Ja, dann habe ich hier so eine zwei Kästen, da habe ich zum Beispiel meine Stempelblöcke drin. So, dann habe ich hier zum Beispiel, hier unter, habe ich alles diese Kästen von Action auch wieder, wo ich dann so ein Kleinkram drin habe. Und hier unten habe ich auch noch Kästen stehen, da ist auch noch Action-Stanzen und diverse andere Stanzen drin, die ich schon ganz lange habe. Dann gehen wir mal hier rum. Hier habe ich mir dann so Tierboxen gekauft und die stehen dann da drauf. Da ist zum Beispiel ganz viel Kleinkram drin und das ist, die sind wirklich genial. Ich meine, dass die das auch bei Action gibt. Ich habe die von Amazon jetzt. Und ganz oben zum Beispiel habe ich meine Tablets und auf diesen Tablets, die sind von Ikea, sind meine ganzen Holzstempel, die ich habe. Die ich, dann brauche ich mir immer nur die Tablets runternehmen. Und auf den rechten sind dann auch noch so Washi-Tape drin. Da habe ich das immer, brauche ich das nur einmal runternehmen und dann habe ich das. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier zum Beispiel habe ich das so gemacht, dass ich hier oben sind nur Blöcke von Crafters Companion, genauso hier auch. Das ist alles von Crafters Companion und von Stamping Up. Das habe ich so zusammen gemacht. Dann hier, und das muss ich euch zeigen, das ist so cool. Das war ja die letzte Bestellung. Da habe ich ja diese Böbel von Kreativ-ID und die passen genau rein ins Kallax-Regal und daneben passt ein Ordner. Und in diesen Ordner habe ich mir noch Klarsichthüllen, kommt gleich der Haul, der kommt hier gleich hinterher, gemacht oder vielleicht kommt er auch davor, je nachdem wie wir es hochladen. Da kommen zum Beispiel die ganzen Sticker, die ich von Action habe, rein. Und hier habe ich jetzt noch Hanky Dory, das was ich behalten habe. Einiges ist ja noch im Flohmarkt. Übrigens, unser Flohmarkt ist immer noch aktiv mit 20% habe ich noch laufen. 20% auf alles, was da drin ist. Guckt euch sonst noch mal das Video an, wenn ihr jetzt gar kein Facebook habt. Fragt nach, ob das noch da ist. Also vieles ist schon weg, einiges ist noch da. Und dann könnt ihr 20% sparen. So, denn hier zum Beispiel habe ich alles so besondere Sachen drin. Hier ist zum Beispiel die Folie, die ich immer brauche. Dann ist hier besonderes Papier von Karin Hittenmeier drin. Dann ist hier nochmal auch nochmal besondere Transparentpapiere drin. Und die haben 17 Fächer und das da oben drauf könnt ihr nämlich auch noch was machen. Ne? Also das ist wirklich, das ist einfach genial und da ziehen auf alle Fälle noch mehr bei uns an. Dann habe ich ja von Temo diese tolle Aufbewahrung gehabt hier, die eigentlich ja für alles Mögliche ist. Ich habe sie jetzt im
Im Bastelzimmer. Hier habe ich zum Beispiel so alles, was ich so von Temo habe. Und da geht es hier weiter. Hier habe ich auch alles von Temo. Und das ist alles sortiert. Ne? Da sind zum Beispiel alles so mit Rahmen drinne. Hier sind zum Beispiel solche Papiere drinne. Und ja, dann haben wir hier, habe ich dann so meine Kästen noch drinne, wo ich noch Sachen drinne habe. Und hier ist auch genial, auch von Kreativ-ID. Sind eigentlich für Washi-Tape, aber meine, die habe ich ja auch von Temo, diese ganzen Rollen, passen da auch rein. Genau, das war es, glaube ich, zu meiner Aufbewahrung. Gleich geht es weiter. Ach nee, hier habe ich auch nochmal. Hier habe ich auch nochmal Stifte. Also ihr seht, ich kann an Stifte nicht vorbeigehen. Da habe ich dann auch nochmal so das sortiert. Und hier habe ich nämlich auch von IKEA, und das ist so genial, auch wieder diese Regale, und die kann man auch übereinander machen, habe ich hier gemacht. Und da habe ich hier zum Beispiel die Kiste auch drinne mit meinen ganzen Steinen, die ich immer aktuell benutze. Ja, dann gebe ich mal weiter ins Büro 2. So, dann geht es weiter mit meinem Teil quasi. Also ganz oben auf dem Regal haben wir nach wie vor die Tassen stehen zum Sublimieren und unsere Tassenpresse, dass wir die Tassen machen können. Dann geht es hier weiter, das ist immer noch in diesen LP-Hüllen drin, das sind diese LP-Schutzhüllen, die sind ja auch praktisch. Und das ist noch der Farbkarton, den wir noch von Stampin' Up haben, den haben wir da reingetan. Hier vor habe ich augenblicklich liegen, das sind diese ganzen Papierabschnitte von La Blanche, die müssen auch noch mal woanders rein. Hier ist auch noch Reste von Designpapier von SU und noch ein paar Blöcke von Action, glaube ich. Genau, wie gesagt, Reste von SU-Papier. Dann habe ich hier im unteren Bereich zwei von diesen 12x12 Zoll Aufbewahrungskästen von Kreativ-ID, die die bei sich haben. Und wie ihr seht, passen die perfekt in die Kallax-Regale rein. Ne? Also die passen da genau rein. 10 Ablagefächer, wo wirklich eine ganze Menge 12x12 Blöcke reinpassen. Also die 12x12 Zoll. Und ich habe hier mein ganzes Papier von Stamperia noch drin für die Alben. Ja, habe festgestellt, ich habe da noch ein bisschen was von, aber ihr wisst ja, ne? Papier sammeln und Papier verbasteln sind nach wie vor zwei Hobbys. Hier geht es weiter mit Papier von Stamperia und von La Blanche. Ne? Also ein Teil, ein großer Teil schon von dem ganzen La Blanche Papier, was ich noch hier habe. Oh, das ist tolles Steampunk-Papier und sowas. Genau, das ist da drin. Da werde ich. Eigentlich ist geplant, dass ich da noch zwei mehr von mir hole. Müssen wir gucken, ob das organisatorisch passt, wo ich mir noch mehr von den Blablanche-Papieren reinsortieren kann, weil das ist wirklich super. Also die liegen, das ist gut, dann können sie nicht knicken, ist immer besser als stehen. Und man kann besser suchen, besser rausholen. Also das ist einfach super praktisch. Dann geht es hier runter weiter mit ja, Designpapieren. Hier sind noch die restlichen Stanzen von Crafters Companion, die wir behalten haben. Und hier unten haben wir auch so Einsätze in den Kallax-Regalen. Ich weiß gar nicht, ob die original IKEA waren. Ich glaube, das sind die Originals von IKEA. Für die Kallax-Regale eben auch Aufbewahrung für Papier. Super, passt natürlich auch A4 rein, aber eben auch gut. Das 12x12 toll. Hier habe ich zum Beispiel das große den großen Farbkarton 12x12 für die großen Alben und 30x30. Wenn ich da mal wieder eins von mache, habe ich auch eins in Planung. Na, dann geht es hier weiter. Hier unten hier ist noch La Blanche unter anderem und noch auch ein bisschen Action. Was ich eben noch nicht in den Kästen habe, was nach wie vor in den LP-Hallen drin ist. Hier ist ein bisschen Kleinkram, Perlen und sowas von Andrea. Genau, hier auf der anderen Seite haben wir noch so ein bisschen, was man noch so hat, so Ringbücher und Briefumschläge. Hier oben ist dann schon mal fürs Nähen Zubehör, ne, hier Nadelkissen, Reißverschlüsse und also möglicher Kleinkram, den man so braucht und hat. Hier oben haben wir schon mal
Lagerplatz für Projekte zum Fertigmachen. Da oben sind die Handtücher und Waschlappen zum Besticken. Da sind die Taschen zum Besticken. Hier haben wir Stoffe zum Nähen, verschiedene. Hier geht es weiter mit Stoffen zum Nähen und zu besticken. Hier ist unsere Overlock-Maschine. Und da ist der Ordner, da sind unsere ganzen Stickdateien drin, die Anleitungen dafür und sowas. Und so ein bisschen Aufbewahrung. Hier ist, darunter ist die gute Brothers Dallaire von Andrea. Und dann geht es hier weiter auf meinen Schreibtisch. Das ist mein Arbeitsplatz, wenn ich zum Beispiel Alben mache, wenn ich mit Kreativ-ID arbeite und, und. Und natürlich auch teilweise, wenn ich Stoffe zuschneide, Rahmen entspanne und sowas. Das ist dann mein Arbeitsbereich speziell dafür. Da hinten seht ihr nochmal einen von den Washi-Tape-Schränken, Aufbewahrungshaltern für, genau, von Kreativ-ID. Und ihr seht, es passt super Washi-Tape rein. Es passen locker 6 Rollen Washi-Tape nebeneinander. 5 Reihen übereinander, also da kriegt man ordentliches rein. Ich habe da jetzt so das, was ich mit am meisten verwende. Das kann man ja auch immer austauschen. Genau, schöner machen. Da ist einer von unseren Druckern. Und hier oben geht es dann weiter. Da ist unser Mikrofon für unser Live. Da ganz oben habe ich meine Alben stehen. Teilweise fertig, teilweise unfertig. Das zweite von links, das ist noch zu haben. Das ist das Cosmos Infinity Album. Schaut gerne mal in die Playlist rein. Alben, Mini-Alben, da findet ihr das. Darunter sind Aufbewahrungskästen für Papiere, kleinere Papiere von Lablan, Schreibpapier, Funkelkram, andere Designpapiere noch sowas oder was. Das habe ich da in diesen Kästen drin. Die kann ich mir dann rausholen. Dann habe ich das da alles drin. Das ist für mich ganz gut und es ist eben, ne, man kann gut übereinander stapeln und sieht ordentlich aus. In dem großen Kasten da unten, da ist die ganze Spitze drin, die ich ja immer auch zum Verzieren und zum Verschließen von den ganzen Alben nehme. Darunter habe ich, ja, da sind noch ein paar, das sind noch Kreisstanzer und, von Steinband ab, die wir noch behalten haben, ein paar USB-Sticks. Wo es einen kleinen Kram in dem hat, da habe ich Decoupage-Kleber, Vanish und sowas und ja, was man hier so braucht, hier Tücher. Also hier diese Feuchttücher, die man ja auch immer gut braucht, um schnell die Finger sauber zu kriegen oder Klebereste zu entfernen. Hier unten ist mein Klebelager, da ist mein ganzer Flüssigkleber, den ich habe, plus die Akkus von der Kamera. Dann habe ich noch so kleinere Kästen für so Kleinkram. Kabel, hier diese Stempel, diese Schwämmchen zum Verblenden. Habe ich darunter sind hier Brads, hier diese Verschlüsse. Dann geht es hier oben auf der anderen Seite weiter. Da oben auch alle schönen Kästen, da sind Stempel drin, die ich noch habe, von Samperia zum Beispiel, vom Funkelkram zum Teil und sowas. Daneben da oben sind Die-Cuts drin, die ich aktuell benutze. Da geht es weiter mit Die-Cuts von Lablan, die ich mir da alle hinsortiert habe, weil das einfach die sind, die ich am meisten benutze, damit ich die immer griffbereit habe. Da oben in den Kästen sind Papiere drin und sowas auch. Hier für den ganzen Kleinkram wie, ja, Uhrenteile, Metallteile, etc. habe ich hier auch so Sortierkästen, wo ich mir das alles reinsortiert habe, wo ich dann die Fächer rausholen kann und den ganzen Kasten runterholen kann und das da gut drin habe, dass das nicht irgendwo rumfliegt und ich da schon reingucken kann. Ja, ist auch insgesamt ein bisschen Material. Da sind zum Beispiel noch Kieschablonen von La Blanche. Also alle schön in diesen Kästen drin. Da kann man immer schön, kann man eben gleich reingucken. Man sieht von außen, was drin ist und kann sich das entsprechend herausholen. Ist sehr praktisch und man kann einfach reinschütten. Das ist auch gut. Hier habe ich noch ein paar Farben und noch, ja, die Bänder, die ich noch von habe zum Verzieren. Ja, größtenteils von Stampin' Up aus den Zeiten noch ganz viele. Ja, hier habe ich Stempelkissen und die ich benutze und hier mein Gildingwachs, mein Rettungswachs. Den habe ich hier auf diesem Regal alles schön griffbereit. Und wie gesagt, hier habe ich so die Sachen, die ich halt immer in der Nähe brauche. Dann geht es hier weiter. Hier an der Wand habe ich mir Nägel reingemacht. Da hängen die Rahmen für die Stickmaschinen dran, dass ich die griffbereit habe und praktisch irgendwo habe. Da ist meine VR, die große Freiarm. Hier meine Janome-Stickmaschine. Hier in den Schubladen habe ich, hab ich Zubehör für die Janome drin, plus die Bedienungsanleitung von den Stickmaschinen und sowas. Darunter habe ich das gemacht. Ich habe mir hier auf den Schreibtisch quer noch ein Brett montiert.
Da haben wir noch zwei Drucker drauf. Einmal unser Sublimationsdrucker und der eine Drucker, den wir nehmen, wenn wir selber Fotos ausdrucken. Darunter habe ich auch Kästen, da sind auch Kleinteile drin, also Verzierelemente aus Metall, eben in diesen Sortierboxen, auch super. Daneben ist mein großer Papierschneider von Fiskars, der Rollenschneider, der ist auch wirklich super, also der ist richtig klasse. Da hinten unten steht der Brother, der Plotter, da habe ich ihn griffbereit, also da liegen Sublimationsstifte. Ja, im Kasten sind noch die Flohmarktsachen, die sind noch 20% um. Genau, hier dieser Kasten, wie ihr seht, noch pickepacke voll mit Flohmarktsachen. Hier habe ich so ein, ja, das ist meine, das ist ein Blumentopf, aber da tue ich Fäden rein, wenn ich beim Nähen oder Sticken Fäden habe. Die kommen immer gleich da rein, dass sie hier nicht irgendwo auf dem Boden rumfliegen oder sowas wegen unseren Tieren, dass sie die nicht fressen können. Ein kleiner Nähmülleimer. Da sind meine ganzen Sachen fürs Nähen, Stifte, also hier zum Anzeichnen, Scheren, verschiedene Applikationsscheren, Stoffscheren, etc. Was ich so beim Nähen und Stecken immer gleich brauche. Und hier habe ich einen, ja, das ist ein Container, so ein Rollcontainer. Und da sind meine ganzen, ein bisschen nach Farbe sortiert, die ganzen Garne drin. Wir haben uns ja damals diese große Garn rausgeholt von, wie heißt er jetzt? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Genau, die Brillorgane, die etwas glänzender, die nehme ich hier zum Stecken. Genau, ich komme gerade nicht auf den Namen. Die habe ich hier alle drin verteilt, dass ich die immer gut griffbereit habe. Das sind ein paar. Das ist hier noch ein bisschen Overlockgarn und sowas drin. Und hier ist noch ein bisschen Stickvlies drin. Und hier ganz unten, da haben wir auch gleich mal ein paar mehr von geholt. Das sind so eine Art, ja, Klammern, sage ich jetzt mal, die kann man so. Wenn man jetzt eine Garnrolle angefangen hat, die aufbewahren will, kann man die so rumspannen, damit sich das Garn eben nicht abrollt. Ja, wenn man jetzt ein angefangenes Garn wieder runter nimmt, ich zeige euch das einfach mal. Ja, wenn man jetzt eine Garnrolle angefangen hat, dann macht man das da rum, damit sich das Garn nicht abrollt. Ne? Und man nicht hier irgendwie von weiße Fäden sich irgendwo verheddert. Hier an der Seite von meiner Nähmaschine habe ich auch einmal eine so eine Lochwand hängen mit Aufbewahrungsboxen, wo ich mir Sachen reintun kann. Hier ist meine gute Johnomy, kennt ihr ja schon aus dem einen oder anderen Video. Und hier habe ich noch eine Lochwand, wo ich auch Tierkästen und Haken dran habe, wo ich mir eben auch Zubehör für Nähen und sowas reintun kann. Und da oben, das soll so ein Ablagesach sein, für Sachen, die ich immer beim Nähen direkt brauche, die kann ich dann kurzzeitig reinlegen. Unter meiner Nähmaschine habe ich ein bisschen Stoff liegen, den ich aktuell immer benutze. Da werde ich mir nochmal Kästen besorgen, der für einfach andere Sachen, also für schönere Kästen. So, genau. Gut, ihr Lieben, das war's aus unserem Bastelraum, unsere aktuelle Sortierung. Ich ende mal hier auf meinem Schreibtisch. Und genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht könnte der ein oder andere ja was mitnehmen von dem, wie wir hier sortieren, und vielleicht eine Inspiration für den einen oder anderen. Ist ja auch immer mal interessant. So, ihr Lieben, dann freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben oder wir uns über einen lieben Kommentar von uns. Freuen wir uns auch immer. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unsere Kanäle. Andrea Bastelt mit Action Teddy und Co. und Agnus Bastelrasen. Gut, ihr Lieben, bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.